Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti beim Bando. Heute ist der achte Tag meiner 100-Tages-Challenge und ja, meine Krankheit geht langsam voran oder ein bisschen weg, sag ich mal. Ja, der Datum ist heute der 23.09., ein Tag nach meinem Geburtstag. Und ja, bin ein bisschen spät heute dran, weil es steht schon ein Tag jetzt da, nicht mehr 24 Stunden, aber naja, passt schon. Ist immer noch im Rahmen und wir starten auch gleich. Und fangen gleich an mit einem Spiel. Ja, gestern war meine Familie zum Besuch. Bisschen Geburtstag gefeiert. Ging halt nicht viel, weil wenn man krank ist, kann man nicht viel feiern. Aber ist schon okay. So, Spiel los. Und ja. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ich muss mir eine neue Build-Order gegen Zerg raussuchen. Weil die funktioniert bei mir irgendwie noch nicht so richtig. Oder ich spiele einfach schlecht. Keine Ahnung. Boah. Geht los. So, aber das erste Spiel ist erstmal wieder gegen Toss. Und ja, das sollte eigentlich gehen. Wenn Toss nicht so gut ist, ist eigentlich ganz easy. Außer es kommt wieder Cannon Rush. Aber das können wir mittlerweile verteidigen. Der nächste. Ja, ich hätte auch den schicken. Ich will auf jeden Fall den Eingang meiner Base oben haben, damit die Adepten, falls sie kommen, oben rum müssen. Gar nichts ist nicht gut. Da muss ich draußen auf jeden Fall mal gucken. Gar nichts ist gar nicht gut. Da hat er irgendwo eine Proxy, Doppelproxy oder irgendwas. Dann müssen wir uns jetzt von All-In auf vorbereiten. Wo hat er es hingesetzt, ist die Frage. Sein Proxy. Kommt bestimmt mit einem Bersi-Orlin oder so ein Zeug. Der Bruno, wo wüssten wir dann lieber erstmal gleich mal ein Zeug? Ach, da ist er. Warum hat er es da eingestellt? Blödsinn. Wir wollen gleich zwei Adepten. Hey, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum man das macht. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Baut auch einen Stalker. Okay. Dann ist er gleich tot. Er hat gar nichts. Hä? Wie will man das verteidigen jetzt, die Adepten? Ich bin mir aber auch noch unsicher, ob ich jetzt hier weiter. Die Schlacht wartet. Die Templer rücken vor. Glebenkanone aktiviert. Niemand kann uns aufhalten. Oh, da stehen wir scheiße. Vorwärts. Okay, da haben wir ein bisschen verkackt. Aber wir holen uns einfach den Rest da oben. Echsen dabei. Ich bin das Herz. Wir sind eins. Ich verstehe das aber absolut nicht. Yeah.
Ah, da kommen die Orakel. Haben wir einen Orakel gekriegt? Weiß ich gar nicht. Ich bin das Herz der Finsternis. Aber haben viel verloren haben wir nicht. Das ist auch schon mal praktisch. Nee. Wir brauchen noch eine Robo. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Schnell weg. Ganz wie ihr wünscht. Da ist also das. Ah, okay. Wir sind eins. Ich bin hier. Was ist das denn für ein Spiel, ey? Ihr bleibt hier. Ihr seid auf mich an. Wir sind eins mit dem Schatten. Wie wir bewegen. So. Alter Schwede, was ist das denn für ein Spiel, ey? Ich bin die Stimme. Hier ist der Kalt. Ich bin. Was ist euer Begehr? Hier, Shakuras. Hier wartet. Seid auf mich, wir sind eins mit dem Schatten. Was ist euer Beginn? Ich bin das Herz der Finsternis. Was ist euer Beginn? Oh, Voids. Ich bin hier in dem Schatten. Wahrscheinlich gleich noch mehr Voids werden. Aber ich werde die gleich auch mir holen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier, gib mir Schatten. So. Machst du das schwierig heute? Dies müsst ihr in Leid. Ich bin hier. Wir sind ein. Ich bin hier. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Das hat er eindeutig verloren. Ihr seid auf mich angewiesen. Mineralienfeld erschöpft. So, wir nehmen Blink mit. Ich brauche noch mehr Unsterbliche. Kalt ist die Leere. Ich bin. Also eigentlich müsste er jetzt rausgehen. Das hat er jetzt verloren, definitiv. Lauscht dem Klang des Todes. Ihr müsst zusätzlich. GG!
Also das ist ja ein komisches Spiel gewesen. Keine Ahnung. Das war sehr, sehr seltsam. Na ja gut, er war auch nicht so gut. Oh, keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Gut, ich drück mal an, wir spielen noch eins. Und dann, ja, was ist das mal für mich? Weil ich bin immer noch nicht fit. Und ja. Wie war ich stehen geblieben? Naja. Verzeiht, werde ich mir demnächst mal ein neues Bild, einen neuen Bild raussuchen. Weil ich habe immer das Gefühl, dass man muss den Zerg Druck machen. Sonst überrennt er einen irgendwann. Und das ist halt mit dem Bild nicht so gut, den ich zurzeit spiele. Ich denke mal, es würde Archentrop oder sowas werden. So, wir spielen gegen Terraner. Gegen Terraner ist das Bild eigentlich gar nicht so schlecht. Man muss nur aufpassen, dass nicht Minute 7 dann überrannt wird. Minute 6. Dann kommt meistens so ein Marine Tank Push. Scouten müssen wir auf jeden Fall. So, am meisten sterbe ich auf jeden Fall gegen Zerg und gegen irgendwelche Orlins. Wo ich mittlerweile auch einige Orlins verteidigen kann. Da war was. Also, wenn der WWF hier nicht ankommt, wird es ein All-In. Wahrscheinlich der Standard-All-In wie immer. Ja. Schickst du sofort eine Sonde drin hin? Das wird ein Cyclone-Push, Standard. Der geht eigentlich zurzeit. Nein, du sollst sie killen. Ne, Marine Push. Und der ist eigentlich jetzt schon fast vereitelt. Vielleicht doch nicht. Kann auch ein Reaper-Push werden. Eure Sonden werden angegriffen. Oh, jetzt schon ein Marine. Ist hart. Auf jeden Fall Marine All in. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Für den Ruhm. Die Schlacht wartet. Vorwärts. Unser Denken. Gas hat er auf jeden Fall nicht gehabt. Ist schon mal gut. Brauchen wir mehr Adepten, mehr Shieldberries. So soll es geschehen. Das sind viele Marines. Wo werden wir? Das sind richtig viele Marines. Die Erstgeborenen werden auch siegen.
uns aufhalten. Oh, das hat ganz schön gekostet. Was wünscht ihr, Erstgeborene? Feindkontakt. Vorwärts. Ehre den Dalai Lama. Ja, Exekutor. Glebenkanone aktiviert. Für den Ruhm. Ich bin der Wille des Hierarchen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Die Templer rücken vor. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Die Schlacht wir dienen. Najaka. Ich brauche unbedingt das Upgrade. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Unser Denken. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai Lama. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So soll es geschehen. Hor Salah. Niemand kann uns. Ja, die Erstgeborenen werden obsiegen. Das Upgrade durch ist, versuchen muss. Nur die Gläubigen. Was wünscht ihr? Unser Denken gleicht sich. Die Schlacht wartet. Vorwärts! Die Templer rücken für den Ruhm. Niemand kann uns aufhalten. Nicht genügend. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ajur wird erneut unser sein. Hor Salah. Wo werden wir dienen mit Stolz? Kein Bunker, kein Bunker. So soll es geschehen. Hor Salah. Ja, komm ruhig vor mit deinen Marines. Ein ruhmreicher Kampf hat begonnen. Vorwärts. Gib uns einen Auftrag. Unser Denken gleicht sich. Die Templer rücken vor. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Wo werden wir gebraucht? Die Erstgeborenen werden obsiegen. Für den Ruhm. Najaka Minar. So easy to play, Toss. Ja, genau. Das ist so easy to play, Toss. Ah, Mann, ey, Terraner. Oh, das war aber echt schwierig hier zu verteidigen. Ganz schön anstrengend. Uff, ich würde sagen, wir machen noch ein schnelles. Also noch eins. Weil ich habe irgendwie gerade Lust gekriegt. Hui, ja, wie gesagt, Cheese. Cheese ist dasselbe, ich weiß gerade gar nicht. Gannicus. Ich kämpfe gegen Gannicus. Wir gucken gerade Spartacus und der eine Typ heißt da auch Gannicus und jetzt spiele ich gegen einen. Das ist total lustig. Wie es immer wieder passt. Also falls jemand Spartacus kennt, ist eine gute, noch nicht kennt, ist auf jeden Fall eine gute Serie. Gibt's bei Netflix, könnt ihr gucken. So ein bisschen Werbung mal nebenbei. So, hoffentlich gibt es jetzt keinen Cheese Terraner. Ihr habt nicht genügend
Beste ist halt immer, wenn der Gegner flamet, dann bedeutet man hat echt gut gespielt. Wollten ja noch gucken, ob hier Gas genommen wurde. Nein! Aber nur ein Gas, schon mal gut. Aber da steht was Beschissenes. Aber da wir eh Doppelgate eröffnen, ist das hier total egal. Vielleicht verliert das ja auch noch. Na, wollte schon sagen. Also wenn das nicht abgebrochen hätte. Zwei Stalker. So, eine Pylone brauchen wir noch. Und kann man eigentlich da nichts hinstellen? Aber es könnte ja ein Reaper kommen. Da ist er schon. Na, ja, greif den ruhig an. Der ist nicht so weiter wild. So, wir wollen, dass auf jeden Fall ein Dings baut. Wir sind eins mit dem Schatten. Hat er seinen Reaper gerettet? So ein Sack. Na, Moment, nee. Wir müssen jetzt die Robo bauen. Schön wieder zurücklaufen. Können ja mal gucken, ob wir den Reaper noch mal finden. Was ist euer Begehr? Nun gut. Schade. Hat er anscheinend wieder zu Hause nach Hause mit nach Hause genommen. Ah, zwei Gates muss ich noch bauen. Da ist er. Sehr schön. Sehr praktisch. So, zwei Schildbatterien. Und ja, nehmen wir einmal die Zwiebel dazu. Ich bin eine Robo gerade nicht gebaut. Mein so, oh, da war was. Hat irgendwas gesehen. Dachte ich jedenfalls. Nicht, dass hier gleich ein Trop kommt. Oder eine Banshee. Auf jeden Fall Flieger, also könnte eine Banshee hier kommen. Ne, Moment, erst ein Koloss. Da kommen die Trop.
So, wir brauchen eine Echse. Panzer hat er. Und den. Wir werden gescannt. Ach, ich wollte die Echse bauen. Sag das doch. Hat er irgendwie alles, der Terraner, kann er sein? Hat aber noch keine Minivex. Doch, hat er, klar, hat er Minivex. Hat mich doch mit einem genervt. Ein Treffer wär's gewesen. Noch da, schade. Er kommt. Das ist die Frage, von wo er kommt. Wieder schon. Er hat auf jeden Fall. Aber er kommt immer noch. Ne, das war's. Diese Socke, ey. Der Panzer noch? Nö. Eure Sonden werden angegriffen. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier.
So, ich muss mal langsam wieder mich um meine Echo kümmern hier. Gas. Na, er kommt schon wieder. Nicht genügend. Leider kriegen wir. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ist nicht zuerst. So, Upgrades sind durch. So, und wir gehen jetzt auf Archons. Hab ich nicht Tankplay-Dingsbus gebaut? Ne, hab ich nicht. Nee. Jetzt kommt er wieder. So, was wollen wir Mineralien? Erklärt euch. Wir nehmen Storm auf jeden Fall mit. Unsere Gedanken, Kassar, sind die Templari. Unordnung. Mineralien, mein Leben für euch. Forschung abgeschlossen. Erklärt euch. Keine.
So. G! G! So, Terraner besiegt wieder. Ich werde langsam wieder gesünder, das merkt man richtig in meinem Gameplay schon wieder. So, was war denn überhaupt für einer? Dir 3 nur. Ja, kam mir ein bisschen besser vor. War auf jeden Fall besser als der letzte Gegner. So, da würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, tschüss, tschüss, euer Mutibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Mutibär. Tschüss, tschüss.